haben, nämlich Sie haben beide ein Direktmandat für Ihre Wahlkreise gewonnen und, das haben wir heute schon gelernt, Sie haben am selben Tag Geburtstag. Christina Stump von der CDU, Wahlkreis Waiblingen, das ist in Baden-Württemberg in der Nähe von Stuttgart, kann man vielleicht mal so grob einordnen. Ich zitiere mal aus der Stuttgarter Zeitung, Sie sind ein Kind vom Bauernhof, aber auch Steuerrechtlerin, also eine interessante Mischung, sind persönliche Referentin im Landwirtschaftsministerium von Baden-Württemberg gewesen und, ich zitiere wieder, Newcomerin, 33 Jahre jung, bis zur Nominierung im Juli ein politisch reichlich unbeschriebenes Blatt. Oha! Und jetzt, gestern zum ersten Mal im Hohen Haus als frisch gebackene Abgeordnete. Wie war das denn, Frau Stump? Also gestern die konstituierende Sitzung war ein ganz besonderer Tag für mich. Also wirklich, man kennt das sonst nur im Plenarsaal vom Fernsehen, über NTV, über die ARD, über die Nachrichten. Und es ist für mich ein ganz besonderer Tag gewesen, ein Teil dieser Volksvertretung zukünftig zu sein und auch ein direkt gewähltes Mandat zu haben. Wie Sie gesagt haben, ich bin relativ neu noch im politischen Betrieb, zwei Jahre Regionalrätin davor im Verband der Region Stuttgart und jetzt frisch gewählte Bundestagsabgeordnete für den schönen Wahlkreis Waiblingen. Für mich eine große Ehre und ich möchte die Bürgerinnen und Bürger vor Ort sehr gut vertreten. Okay, das klang jetzt schon sehr professionell politisch, muss ich mal sagen. Aber kommen wir mal zum gestern zurück. Gab es da irgendwas, das Sie wirklich überrascht hat? Also wo Sie gesagt haben, okay, das hätte ich so nicht erwartet oder das war ein bisschen schräg oder ein bisschen blöd oder besonders schön. Was war's? Ich muss sagen, die Rede von unserem damaligen Bundestagspräsidenten Dr. Wolfgang Schäuble fand ich sehr gelungen, hat mich sehr angesprochen und ich finde es sehr schade, dass er jetzt nicht mehr Bundestagspräsident ist und ich fand die Rede sehr eindrücklich und hat auch die neue Abgeordneten uns sozusagen angesprochen und ja, also ich fand es gestern einen rundum gelungenen Tag und jetzt fühlt man sich auch richtig angekommen als Abgeordneter. Gewählt ist man seit 3 Wochen, aber erst seit gestern offiziell ins Amt eingesetzt und jetzt kann die Arbeit losgehen. Ich freue mich drauf. Okay, Sie haben gesagt, Sie sind traurig, dass Wolfgang Schäuble nicht mehr Bundestagspräsident ist. Jetzt gibt es eine Bundestagspräsidentin. Was halten Sie denn von der? Ja, ich glaube, also ich bin ja auch selber Frau, deswegen kann ich das nur unterstreichen. Es ist erst die dritte Frau im Amt der Bundestagspräsidentin. Es freut mich vor die Bärbel Baas. dass sie im Bühne Endeffekt für die Bärbel Baas, dass sie das Amt ausfüllt jetzt und ich freue mich wirklich, dass es eine Frau ist und auch ihre Antrittsrede war gestern wirklich hervorragend und ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Also nicht so schlimm, dass sie von der SPD ist? Ich glaube, auf der Funktion geht es nicht nach Parteipolitik, sondern da geht es darum, dass sie das Amt ausfüllt und ich glaube, da darf man auch wirklich nicht nach dem Parteibuch gehen, sondern sie soll im Endeffekt für alle die Vertretung darstellen und ich glaube, so wie Wolfgang Schäuble, wenn sie das so macht, dann ist er auf dem richtigen Weg. Okay, wir nehmen das jetzt mal als Nettigkeit für die SPD, auch ein ganz klein bisschen. Hakan Demir, Sie sind auch Direktkandidat gewesen und haben auch das Direktmandat geholt, aber in einem sehr, sehr anderen, naja, sagen wir mal Ort, einer sehr anderen Örtlichkeit als Waiblingen, nämlich in Berlin-Neukölln. Also so ein bisschen doch der Gegensatz von Stadt und Land im weitesten Sinne, sagen wir es mal so. Sie sind dritte Generation einer Gastarbeiterfamilie. Mit türkischen Wurzeln und ich glaube, der erste in der Familie mit Hochschulabschluss, stimmt das? Ja. Haben im Bereich politische Bildung und im Online-Journalismus gearbeitet und Sie sind zwar neu im Bundestag als Abgeordneter, aber ein bisschen auch schon Veteran, weil Sie die letzten Jahre für einen Abgeordneten gearbeitet haben im Bundestag. Aber jetzt sind Sie, wie gesagt, selber Parlamentarier. Was ist denn jetzt anders? Ja, anders ist zum Beispiel, dass man im Plenum sitzen kann. Das kann man so nicht, wenn man einfach Mitarbeiter von einem Bundestagsabgeordneten ist. Man kann mitbestimmen. Wir sind gestern ja ein paar Mal wählen gegangen. Das ist ja, spannend und wichtig. Und die ersten Abstimmungen, die wir gestern hatten, waren ja Anträge von der AfD, die wir dann auch sofort abgelehnt haben. Und ich glaube, das war auch nochmal so ein besonderer Moment, die Hand zu heben und zu sagen, die Anträge tragen wir so erstmal nicht mit. Und hat Sie irgendwas überrascht, weil Sie waren ja bislang immer in der Beobachterrolle, jetzt haben Sie es selber gemacht. Sie dann gemerkt, das ist doch ganz anders, als ich immer dachte von außen? Das ist ganz anders, als ich von außen dachte. Ich meine, die Reden von der AfD, wenn man da sitzt, die machen mit einem schon was anders, wenn man, glaube ich, da wirklich 20, 30 Meter entfernt ist. Also man bekommt es auch emotional mit und man merkt auch, dass die AfD provozieren will und dass das auch ab und zu funktioniert und da, glaube ich, einfach mal die Ruhe zu bewahren, ist, glaube ich, wichtig, aber auch schwierig, weil
die ganzen Reden von denen sind auf Provokation aus. Das habe ich so nochmal in den 2, 3, 4 Stunden gemerkt. Und so außerhalb merkt man es vielleicht so nicht, weil man nicht in diesem Raum ist und wirklich tatsächlich die PolitikerInnen hört, die schwierige Sachen sagen. Wie war das für Sie gerade, Stichwort AfD? Es kann ja sein, dass Ihre Fraktion bald neben denen sitzt. Ich hoffe, dass die Sitzordnung so bleibt, wie sie ist. Die hat sich die letzten paar Jahrzehnte auch bewährt. Bei der AfD finde ich, ich glaube, wenn man so oft dieses Thema auch diskutiert, räumt man ihnen viel zu viel Raum ein. Ich glaube, da ist jedes Wort zu viel. Okay. Jetzt haben wir Ihnen ja eine kleine Aufgabe gegeben, uns nämlich was mitzubringen. Einen Gegenstand oder eine Sache, die Sie entweder persönlich oder vielleicht auch politisch besonders sozusagen finden, die Ihnen besonders wichtig ist, die Sie vielleicht auch immer mit nach Berlin nehmen, vielleicht auch nicht, je nachdem. Ich fange mal bei Ihnen an, Frau Stumpf. Was haben Sie uns denn mitgebracht? Ich habe ja einen 14 Monate alten Sohn. Und da ich ja jetzt öfters in Berlin bin, mich der Maximilian zwar begleitet zu teilen, soweit es geht, habe ich ein Familienbild mitbekommen, was jetzt bei mir in Berlin im Büro steht, damit ich meinen Mann, der ja dann zu Hause seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt bei den nachgeht, dass ich im Endeffekt das Familienbild auf dem Schreibtisch stehen habe. Weil die Familie hat für mich höchste Priorität, das ist mir persönlich wichtig, wichtiges Anliegen auch. Mhm. Und mein Sohn geht jetzt zukünftig in Bundestagskita ab Januar und deswegen wird er mich begleiten, aber mein Mann geht nur punktuell mit, wie es der Urlaub zulässt und deswegen ist es für mich eine schöne Sache auf dem Schreibtisch. Okay, da sind wir gleich bei einem Thema, also Vereinbarkeit von Beruf und Familie, besonders von Mandat und Familie. Was ist denn so Ihr erster Eindruck? Das wird total easygoing oder ist schon eine Herausforderung? Ich glaube, es ist eine Herausforderung, aber ich glaube, es ist genauso die Herausforderung für jede andere Familie, wo beide berufstätig sind. Also mein Mann ist berufstätig, ich bin berufstätig und ich glaube, dass jede Familie, wo das genauso handhabt, weiß, es ist einfach ein organisatorischer Aufwand, eine Herausforderung, wenn die Kinder krank sind, wie aktuell mein Sohn, der im Endeffekt nicht ganz fit ist. Und ich glaube, da muss man einfach ein Organisationstalent sein und einen guten familiären Rückhalt haben und dann funktioniert das Ganze auch. Ich sehe mich da als Abgeordnete, ich bin Volksvertreterin, vertritt eben auch die jungen Familien und warum soll es mir anders gehen wie den jungen Familien? Also angesichts dessen muss ich das genauso persönlich meistern wie jede andere Mutter auch. Und der ist jetzt auch gestern dabei gewesen mit im Bundestag? Nee, also mein Mann hat die Woche Urlaub, der begleitet mich die Woche mit Sohn und die beiden haben gestern Berlin erkundet. Okay. Herr Demir, was haben Sie uns mitgebracht? Ja, ich kann das wahrscheinlich nicht toppen, wobei auch natürlich für mich Familie ganz wichtig ist. Es ist etwas langweiliger, aber ich muss sagen, das Handy war die letzten Jahre oder die letzten anderthalb Jahre beim Wahlkampf ganz wichtig. Ich habe Insta Live gemacht, Facebook Live, vor allem zu Corona-Zeiten, wo man ja auch keinen Kontakt zu BürgerInnen haben durfte. Und das war eigentlich dann schon der Zugang zu vielen NeuköllnerInnen. Und man macht da auch andere Sachen, man hört Musik, man telefoniert mit den Eltern. Es ist, glaube ich, das, was ich immer dabei habe, oder wir alle wahrscheinlich. Deshalb sage ich, gebe ich ja fast zu, dass es ein langweiliges, langweilige Sache ist. Aber doch ganz nah bei mir dran und hat mich auch über die Corona-Zeit so ein bisschen gerettet, glaube ich, wenn man da Audible hören kann, Hörbücher. Oh, keine Schleichwerbung hier, wir sind in der ARD. Entschuldigung. Aber wie viel Nachrichten oder Tweets oder Insta-Stories machen Sie so pro Tag? Was habe ich, also heute habe ich, ich glaube, 3-4 Mal Social Media benutzt. Ich war beim Deutschen Frauenrat heute Morgen, dazu habe ich was gepostet. Und ja, dann gab es noch einen Zeitungsartikel und so weiter. Das mache ich dann schon ganz kurz, aber das sind dann 5-6 Minuten und mein Team hilft mir da auch. Und ich glaube, das ist wichtig, einfach um sichtbar zu machen, wo ich bin, was ich mache und was ich noch machen werde. Ist der neue Abgeordnete, nicht unbedingt nur der Junge, aber der neue Abgeordnete in dieser neuen Zeit einfach auch ein bisschen, ich sag mal, im besten Sinne gläserner durch Social Media oder ist das auch eine Belastung, weil man ständig auch beobachtbar wird? Ich glaube, viele sind damit aufgewachsen. Ich glaube, viele haben das auch vorher gemacht und machen es jetzt als PolitikerInnen einfach weiter. Also bei mir in der Fraktion, wir haben ja 68 SozialdemokratInnen, die unter 40 sind und da habe ich das Gefühl, die sind da quasi mit geboren und machen auch viele Insta-Stories und so weiter und ich glaube, das ist erstmal hilfreich. Okay, lassen wir mal an der Stelle so stehen. Wir haben einen kleinen Quiz vorbereitet, weil wir dachten, diejenigen, die sich jetzt mit dem Bundestag hauptamtlich beschäftigen, die haben doch bestimmt auch ganz schön viel Ahnung.
Da würde ich jetzt einfach mal ein paar Fragen stellen und Sie sagen mir jeweils, was Sie für richtig halten. Zettel haben wir jetzt, glaube ich, nicht da, aber das machen wir einfach mündlich, das ist kein Problem. Fangen wir mal an. Also, wenn der Bundestag in Session ist, wie man so toll im Neudeutsch sagt, nein, also wenn er sozusagen tagt, dann gibt es ja die Sitzungsleitung, die von den Bundestagsvizepräsidenten oder der Präsidentin geleitet wird. Nach wie vielen Minuten jeweils wechselt immer die Sitzungsleitung? Also die wechseln ja durch und wie, also nach welcher Zeit wechselt die Sitzungsleitung? A, nach 60 Minuten, B, nach 120 Minuten oder C, nach 180 Minuten? Also ich fange bei Ihnen an. Gute Frage. 120 Minuten? Okay. Wer bietet mehr? Weniger? Ich biete mal mehr. C. 180? Hm. Herr Demir, Sie sind doch schon länger dabei. Punkt für Frau Stumpf. Ich wollte ja mehr bieten. Nein, alles gut. So, dann haben wir die wunderbaren Stühle im Bundestag, auf denen Sie gestern ja auch zum ersten Mal Platz nehmen durften. Die hat der Architekt Norman Foster damals eingekleidet. Die Frage ist, in welcher Farbe? Ist es Parlamentsmarine, ist es Bundestagsblau oder ist es Reichstagsblue? Herr Demir, Sie dürfen anfangen. Also soll ich nochmal sagen? Nee, ich bin da so mit Farben gar nicht so fit. Also Parlamentsmarine, ja. Bundestagsblau oder Reichstagsblue? Sag jetzt mal Bundestagsmarine. B. Das ist also Parlamentsmarine, Bundestagsblau oder Bundestagsblau. Okay. Ich würde auch Bundestagsblau sagen. Es ist aber Reichstagsblue. Okay, gut. Okay. Kein Punkt für keinen. So, jetzt ist, glaube ich, wieder eine nicht ganz so komplizierte Frage. Wann ist der Bundestag beschlussfähig? A, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. B, wenn mehr als zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend sind. Oder bei mehr als drei Fünftel. Also Hälfte, zwei Drittel, drei Fünftel. Ich würde sagen, die Hälfte. Ja. Korrekt. Huh. Ein Punkt für alle. Yeah. So, und jetzt haben wir die letzte Frage. Was ist mit einem Bundestagsmandat vereinbar? Also welcher andere Job oder welches andere Mandat? Also, was ist vereinbar? A, das Mandat im EU-Parlament. B, Bundespräsident oder Präsidentin zu sein. Oder C, im Landtag zu sitzen. Herr Demir. Ich weiß, dass jemand von der AfD auch gleichzeitig im EU-Parlament saß. Also würde ich jetzt... Sie würden A sagen? Moment. Ich kenne aber auch eine... Es ist A. Okay, also man kann im EU-Parlament und im Bundestag sitzen. Ja, ich glaube, dass ein AfD-Politiker hatte das, ja. Okay, Frau Stumpf? Ich meine, es wird C-Landtag. Der Punkt geht leider an Frau Stumpf. Das war ganz früher war das mal möglich. Das wurde aber geändert irgendwann in den 90ern und ist jetzt heutzutage nicht mehr möglich. Ich glaube auch vor allen Dingen, weil das EU-Parlament das nicht möchte. Okay, ich muss es nochmal googeln. Und beim Landtag ist, glaube ich, unterschiedlich, meine ich. Beim Landtag muss man nochmal gucken, was der einzelne Landtag sagt, aber von Bundestagsseite aus ist es zumindest an sich kein Problem. Und der Bundespräsident geht da aber auf gar keinen Fall, da kann man nicht im Bundestag sitzen. Ja. Okay, gut. Dann hat so ganz knapp Frau Stumpf gewonnen. Also, man sieht... Glückwunsch. Ich bin immer gebunden daran, wie lange man schon dabei ist. Kann aber noch hier bleiben. Sie dürfen noch da bleiben. Sie müssen auch noch kurz da bleiben, okay. Weil wir haben ja noch ein bisschen was zu bereden. Mhm. An Sie beide. Ich fange mit Ihnen an, Herrn Demir. Ja. Wenn Sie von allen Dingen, die Sie sich vorgenommen haben, nur eine Sache jetzt durchsetzen könnten in diesen 4 Jahren, wirklich eine konkrete politische Sache, welche wäre es? 12 Euro Mindestlohn. Punkt. Okay. Gut. Bei Ihnen? Keine Steuererhöhungen. Punkt. Okay, da muss man natürlich als Steuerrechtlerin, ne? Das ist eine klare Ansage. Aber da kann man ja vielleicht auch gleich mal fragen, Frau Stumpf. Warum denn keine Steuererhöhung? Also wir hatten ja die Debatte darum, dass es nicht generelle Steuererhöhungen geben sollte, also im Wahlkampf, sondern dass möglicherweise sehr, sehr reiche Menschen, also da reden wir wirklich schon von den obersten 5-1%, vielleicht mehr zahlen sollten. Wo ist das Problem? Also ich glaube, man hat eines der, also wenn man die Steuersysteme europaweit oder weltweit anguckt, haben wir schon ein sehr
Unser Steuersystem ist eines der, von den Steuersätzen her, eines der höchsten, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern. Und gerade wenn man die Unternehmenssteuerreform anguckt, also in dem Bereich hätten wir als CDU ja schon was gemacht oder gern gemacht, ist auch zukünftig. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir gucken, dass wir jetzt, wenn wir aus Unternehmersicht das Ganze sehen, dass wir die Konjunktur am Laufen halten, auch nach Corona, dass man im Endeffekt die Konjunktur wieder anspringt. Aber auch für die Privatleute, glaube ich, dass es wichtig ist, dass man einfach auch die kleineren Mitteleinkommen nicht weiter belastet. Sie haben von den oberen Einkommen gesprochen. Von den sehr, sehr reichen. Aber die Frage ist, was ist sehr, sehr reich? Also da gehen ja die Meinungen bei den Parteien auch Oder ab wann würden Sie sagen, da könnte ich es mir vielleicht doch vorstellen? Oder können Sie einfach für niemanden vorstellen? Ich muss sagen, ich bin eine schwäbische Hausfrau. Man muss immer mit dem auskommen, was man einnimmt. Und ich finde, wir haben schon die letzten paar Jahre eine der höchsten Steuereinnahmen überhaupt gehabt in der Geschichte. Und da muss ich sagen, man muss halt einfach auch mal lernen, mit dem Geld, was man hat, auch auszukommen. Und man muss auch mal hinterfragen, einfach auch, welche Ausgaben sind noch zeitgemäß oder auch welche Förderprogramme sind noch zeitgemäß. Kann man auch Gelder beispielsweise, wo nicht abgerufen werden, im Förderprogramm auch umschichten? Die Fragen sollte man auch angehen. Und ich bin immer... Jetzt sind Sie aber ausgewichen. Ich verstehe immer noch nicht ganz, warum die ganz Reichen, also wirklich reden wir mal vom obersten 1% in Deutschland, die wirklich Millionen und Milliarden entweder schon haben oder auch immer noch verdienen. Wenn man nur da rangehen würde, da würden Sie sagen, das geht trotzdem nicht. Warum? Also einfach nur... wenn es bei dem 1% ist, bei den Reichsten dieser Welt, bei 1% habe ich auch kein Problem damit, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Nur ist immer, das geht mir das in der Diskussion immer ein bisschen unter, was im Endeffekt darunter verstanden wird. Die SPD oder die Linken haben da andere Auffassungen, wie beispielsweise die Grünen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man einfach schaut, in welchem Bereich möchte man den Steuersatz erhöhen. Wenn es jetzt die 1% der Reichsten in Deutschland sind, habe ich damit erstmal gar kein Problem. Die Frage ist aber, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich hätte auch den Solidaritätszuschlag beispielsweise in der letzten Legislaturperiode gern komplett abgeschafft. Das hat man dann aber leider nicht hinbekommen. Ich glaube, es lag an der SPD, wenn ich es richtig weiß. Ja, das fand ich persönlich sehr schade, weil der Zweck der Steuer im Endeffekt eigentlich ja heutzutage nicht mehr da ist. Okay, Sie sagen gut so. Also die SPD hat natürlich eine andere Position und Sie sind ja jemand, der auch für eher die linkeren Position auch innerhalb der SPD steht. Ist das korrekt? Also in dem, ja, kann man so sagen, aber in dem Fall ist es einfach die vernünftigere Sache, wenn man sagt, wir hatten jetzt eine Corona-Pandemie und der Staat hat 400 Milliarden Euro an Schulden aufnehmen müssen, damit das Land zusammenhalten kann, damit wir gewisse Sicherungssysteme aufrechterhalten können, dann finde ich das erstmal richtig. Und dass der Soli nicht für alle Menschen wegfällt, sondern für die 5% reichsten Deutschen doch noch bleibt, finde ich auch ganz gut. Zum Beispiel können wir mit diesem Geld, 10 Milliarden sind es, beispielsweise in Familien investieren, indem wir zum Beispiel die Kindergrundsicherung einführen. Also das sind ja wichtige Punkte, die die SPD da will. Und da nochmal vielleicht ganz kurz zur Steuergerechtigkeit. Wenn in Deutschland 45 Menschen oder 45 Familien mehr besitzen als über 40 Millionen Menschen in Deutschland, dann haben wir ein Problem und das müssen wir natürlich auch irgendwie steuerrechtlich hinbekommen, indem wir Vermögen auch anders verteilen, Erbschaftssteuer und so weiter. Das sind ja alles viele Faktoren, weil sonst werden wir immer diese Ungleichheit in der Gesellschaft haben, die auch dazu führt, dass der Zusammenhalt vielleicht gar nicht so stark ist, wie er sein könnte. Würden Sie dem widersprechen? Ich würde auf jeden Fall gerne widersprechen, weil der Soli wurde damals zu einem bestimmten Zweck eingeführt. Dieser Zweck ist, glaube ich, mittlerweile erfüllt. Und Sie sagten gerade, wir könnten das für die Kindergrundsicherung verwenden. Also die Kindergrundsicherung finde ich ein wichtiges Instrument, gar keine Frage. Aber es ist nicht die Aufgabe des Soli, diese Kosten oder die Steuereinnahmen aus dem Soli für diesen Zweck zu verwenden. Und ich glaube, man muss schon zu dem zurückkommen, dass wir einfach auch diese Gelder, wo wir im Endeffekt erheben oder die Steuereinnahmen, wo wir haben, auch gezielt für den Zweck, wo die Steuer erhoben wird oder wofür das Geld auch vorgesehen ist, auch einsetzen. Und ich tue mir da schon ein bisschen schwer, dieses Geld, wenn man sagt, wenn man sich jetzt auch das Sondierungsprogramm der Ampelkoalition jetzt anguckt, ich bin schon, frage mich schon, wer soll das Ganze zahlen? Also wir haben die Schuldenbremse verankert. Ich finde es auch ein wichtiges Instrument, gerade auch für die im Zuge der Nachhaltigkeit. Wir brauchen die Nachhaltigkeit nicht nur im Klimaschutz, sondern auch bei den Finanzen. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, sage ich Ihnen, dass man die Finanzfrage und auch die Schuldenbremse, dass man das einfach auch, die Thematik auch wirklich, ja,
im Hinblick auf das Sondierungsprogramm, was sie jetzt auflegen, auch wirklich beachtet, weil man muss das Ganze auch noch zahlen können. Und nur Steuererhöhungen, es kommt dann immer der Ruf von den Parteien, müssen die Steuer erhöhen. Damit ist im Endeffekt die Sache auch nicht geregelt. Wir müssen jetzt auch gucken nach Corona, dass alle Bereiche wieder anspringen. Und ich glaube, da wäre im Endeffekt die Steuererhöhung der falsche Weg aus meiner Sicht. Okay, da haben wir, glaube ich, zwei sehr klare Positionen, die einfach auseinandergehen. Ja. Ist ja auch völlig okay, zwei unterschiedliche Parteien. Und sie müssen ja diesmal oder werden wahrscheinlich auch nicht miteinander regieren müssen. Nichtsdestotrotz haben Sie jetzt sozusagen Herrn Demir was mitgegeben in Richtung Koalitionsverhandlungen. Und wir haben auch eine Frage, sozusagen eine weitere Sache, was Sie mitnehmen sollen. Mhm. Nämlich von einem Nutzer, Carlo Kautzig, der fragt über YouTube, Herr Demir, was möchten Sie denn in den Bundestag mitnehmen? Und ich glaube, er meint damit tatsächlich Themen. Mindestlohn haben wir schon gesagt. Vielleicht nennen Sie uns noch ein anderes Thema. Wir wollen jetzt nicht zu ausführlich werden, aber noch eine andere Sache, wo Sie sagen, das ist schon super wichtig und das muss vielleicht auch in diesen Koalitionsverhandlungen, die ja jetzt heute angelaufen sind, durchgesetzt werden von SPD-Seite. Wir müssen dazu kommen, dass wir ein bisschen mehr ausbuchstabieren, wie wir Hartz IV überwinden wollen. Ich komme aus einem Bezirk, Neukölln. Da gibt es viele Menschen, die auf diese Leistung angewiesen sind. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir den Fehler, den wir vor 15, 16 Jahren gemacht haben als Sozialdemokratie und als mit den Grünen zusammen, dass wir diesen Fehler beheben und dass das auch im Sondierungspapier ist es drin. Aber wir müssen jetzt im Koalitionsvertrag das ausbuchstabieren und dann ja, ein entsprechendes Gesetz machen. Später dann. Okay, alles klar. Wir würden an der Stelle eine Schnellfragerunde noch machen, bevor wir dann auch schon auf die Schlussgeraden einbiegen, weil sowas geht ja immer leider sehr schnell vorbei. Aber ein bisschen was haben wir noch. Ich fange bei Ihnen an, Frau Stump. Also, wirklich ganz kurze Ja-Nein-Antwort oder wenn es eine gefragte Antwort ist mit einer sozusagen Nicht-Ja-Nein-Antwort, dann bitte auch nur ganz kurz antworten. Also, fangen wir mal an. Kohl oder Merkel? Beides. Okay. Mieten oder kaufen? Mieten. Wählen ab 16, ja oder nein? Ab 18, nein. Sparbuch oder ETF? Kommt drauf an, beides. Okay, gendern, ja oder nein? Nein. Currywurst oder Döner? Es muss vegetarisch sein, bei mir. Okay, Spahn oder Merz? Die Mischung macht's. Okay. Esken oder Scholz? Scholz als Kanzlerkandidat und Kanzler, ja. Scholz, ja. Okay. Bio oder konventionell? Also da muss ich jetzt einen Blog einlegen. Da ich aus der Landwirtschaft komme, regional einkaufen. Also ist meine große Bitte, die Landwirte vor Ort zu unterstützen und auch wirklich, also ich habe kein Problem mit Bio, aber ich bin der Meinung, wenn man regional einkauft, braucht man auch kein Bio, weil wir sehr, sehr gute landwirtschaftliche Betriebe haben, die es zu unterstützen gilt. Das ist doch meine Ansage. Und dann habe ich jetzt noch eine Frage an Sie beide, wobei die Steuerrechtlerin ein bisschen im Vorteil möglicherweise ist. Was ist denn aus Ihrer Sicht die aktuell absurdeste Steuer in Deutschland? Gibt es da eine, wo Sie sagen, die muss weg? Frage jetzt auch mal an den, der eigentlich keine Steuern streichen will. Ob es eine Steuer gibt, die man streichen sollte. Ich kann nur eine Steuer sagen, die wir noch zusätzlich bräuchten. Und das wäre eine Bodenwertzuwachssteuer für Immobilienspekulanten, die halt Häuser kaufen und die da stehen lassen und dann irgendwie die Gewinne einheimsen und spekulieren mit diesen Häusern. Also mir fällt eine zusätzliche Steuer ein. Okay, dann vielleicht antworte ich darauf so. Bleiben wir im Partei sozusagen Thema, das ist auch in Ordnung. Ja. Aber Sie würden bestimmt gerne eine streichen. Sie dürfen eine streichen und zwar die absurdeste aus Ihrer Sicht. Welche ist es? Also ich hätte eigentlich zwei im Angebot. Die Soli hätte ich gern komplett voll abgeschafft, das ist das eine. Ich habe eher einen Zuschlag, ist ja keine Steuer. Und das andere wäre die Mineralölsteuer, beziehungsweise ja, die auch die Sektsteuer, das sind so Steuern. Ich glaube gerade Mineralölsteuer, wenn ich das jetzt mal nehme, ich glaube der Spritpreis ist gerade zu hoch. Ich glaube, da wird es im Endeffekt auch eine gewisse Entlastung dann geben, gerade in dem Bereich. Okay, aber warum wollen Sie denn die Sektsteuer streichen? Also gut, Baden-Württemberg, Rheinland, aber also was hat es damit auf sich? Nee, weil Sie gerade einfach die Steuern, Sie haben gerade schön gesagt, ich habe Steuern, die im Endeffekt mal erhoben wird und es ist aus der Geschichte heraus, ja, also ich habe kein Problem, wenn man die weiterhebt, aber Sie haben gemeint, das sind ja eher ungewöhnliche Steuern oder Steuern, die man absurde. Im Endeffekt nicht auf dem Schirm hat und das finde ich immer klassisch bei der Sektsteuer. Die gibt es, manche wissen es gar nicht, dass es die Sektsteuer gibt.
Okay, genau. Dann wollen Sie ganz viele Steuern streichen, Sie wollen welche neu einführen, sind wir da auch wieder ausgeglichen, würde ich sagen. Nochmal kurz zu zwei inhaltlichen Fragen. Herr Demir, Sie haben es ja gerade schon angesprochen mit Ihrem Steuererhöhungsvorschlag. Sie beschäftigen sich ja viel mit dem Thema Mieten, Wohnungsmarkt, soziale Situation für Menschen in Großstädten, eben gerade auch was Wohnungen angeht. Sie sind für einen Mietendeckel, also geht auch über das SPD-Programm letztlich hinaus. Sie sind im Prinzip auch für Enteignungen oder Vergesellschaftungen, je nachdem, wie man das sozusagen ausdrückt, zumindest soweit ich das weiß, widersprechen Sie mir, aber so habe ich es beim letzten Mal verstanden, als wir uns schon mal kennengelernt haben. Das ist für Frau Stumpf, wenn sie das hört, wahrscheinlich gruselig. Wie wollen Sie ihr das denn schmackhaft machen, dass sowas vielleicht notwendig sein könnte in Städten wie Berlin oder auch Stuttgart? Also, kurze Zusammenfassung. Kurz zur Vergesellschaftung. Also das ist ja in Artikel 15 im Grundgesetz grundsätzlich drin. Die SPD hat es damals reinverhandelt ins Grundgesetz. Und ich habe immer gesagt, das ist Ultima Ratio, also das letzte Mittel. Wenn alle anderen Mittel nicht greifen, dann kann man nochmal überlegen, ob man zu diesem Mittel greift. Aber was vorher greifen sollte, ist der Mietendeckel. Das habe ich gesagt. Weil wir brauchen in Berlin oder in anderen großen Städten einfach eine Atempause für viele Menschen, weil sie sonst einfach wegverdrängt werden. Und das kann nicht sein, wenn Menschen 30, 40 Jahre beispielsweise in Neukölln leben und sich dann aber die Wohnung nicht mehr leisten können. Aber das ist deren Zuhause. Und ich könnte Frau Stump einfach mal vorschlagen, mich in Neukölln zu besuchen und diese Familien zu besuchen, die wirklich darunter leiden und gar keine andere Möglichkeit sehen. Und es sind teilweise wirklich, wenn die Miete um 40, 50 Euro steigt, dann haben die schon Probleme. Also da sind Verwerfungen in der Gesellschaft, die muss man sehen. Und die sind auch statistisch sichtbar und die sind aber auch menschlich sichtbar. Und ich glaube, wenn man mit den Menschen spricht, wird das auch mit einem selbst was tun. Und dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass Frau Stump irgendwann sagt, meiner eigenen Familie geht's gut, aber es gibt auch Familien, denen es nicht so gut geht. Und da könnten wir doch den Mietendeckel mal einführen für diese Menschen, die es tatsächlich brauchen. Frau Stump, nehmen Sie das Angebot, diese Einladung an? Neukölln. Ich komme mal ganz oben im Wahlkreis und besuche Neukölln. Also ich komme da gerne mal vorbei. Ich glaube aber, dass der Mietendeckel, ich bin klar gegen den Mietendeckel. Ich glaube, wir brauchen andere Instrumente, um das Problem bezahlbarer Wohnraum zu lösen. Ich sehe den Mietendeckel nicht als Instrument dafür an, um dieses Problem zu lösen. Und man hat ja in Berlin das auch gesehen, dadurch wurde das Problem ja nicht wirklich gelöst. Und ich glaube, wir müssen da politisch andere Punkte setzen, Akzente setzen, damit wir im Endeffekt mehr Wohnraum schaffen. Und der Mietendeckel hat zu Teilen ja gezeigt, dass manche ihre Wohnungen dann gar nicht mehr vermieten. Und ich glaube, da müssen wir einfach gucken, dass wir im Endeffekt die Wohnungen, die frei werden, dass die auch im Endeffekt dann zeitnah wieder vermietet werden. Der Mietendeckel halte ich für das falsche Instrument. Okay, aber ich sehe, wir werden uns in Neukölln treffen. Komme ich dann dazu? Das und stimmt, das gucken wir uns dann an mal an. An unserem Geburtstag. Am Geburtstag, genau. Eine Frage noch zur CDU, müssen wir kurz stellen. Was überwiegt bei Ihnen im Moment? Die Freude darüber, jetzt neue Abgeordnete zu sein oder die Trauer darüber, wie schlecht Ihre Partei im Moment dasteht? Ich bin ja schon lange CDU-Mitglied und überzeugendes CDU-Mitglied. Bin damals in die CDU eingetreten, auch wegen dem C in dem Namen. Und ich muss echt sagen, ich freue mich natürlich über mein Erststimmenergebnis, wobei natürlich das auch im Vergleich zu Vorjahren natürlich auch nicht so gut ausgefallen ist wie in der Vergangenheit. Ich sage mir aber, wir stehen alle geschlossen jetzt hier dahinter und wir werden auch im Endeffekt die CDU wieder voranbringen. Dass ich natürlich traurig bin über dieses oder ich das nicht glücklich finde, das Wahlergebnis der Zweitstimmen der CDU, da brauchen wir nicht drüber sprechen, das ist natürlich klar. Ich hätte mir gern auch gewünscht, es wäre deutlich besser gewesen. Ich habe bis zum letzten Tag darum gekämpft, um gutes auch Zweitstimmenergebnis. Ich glaube aber, dass wir im Endeffekt jetzt einfach in der CDU die Chancen dann auch in der Opposition nutzen müssen, uns neu aufstellen und dann im Endeffekt in 4 Jahren doch hoffentlich wieder stärkste Kraft werden. Und Sie stehen ja auch für die jungen Frauen in der CDU. Jetzt ist gestern da eine Bundestagsabgeordnete bei Ihnen Vize-Bundestagspräsidentin geworden. Gleichzeitig für den Vorsitz laufen sich eigentlich nur so mehr oder weniger ältere Männer aus NRW warm. Wie finden Sie das? Sie sind ja auch in der Frauenunion. Genau, ich bin auch in der Frauenunion aktiv. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es ist ja noch gar nicht offiziell oder bekannt, wer denn wirklich antritt. Und ich glaube, man muss es einfach auch uns Zeit geben. Es ist jetzt erstmal gute 3,5 Wochen nach der Wahl. Ich glaube, dass wir uns einfach die
Prozesse laufen gerade, auch das Verfahren, wie wählen wir unseren Bundesvorsitzenden. Die Frage wird es morgen Abend, ist Kreisvorsitzendenkonferenz auch in Berlin, wo wir der Frage nachgehen. Und wenn dann die Frage geklärt ist, wie wir unseren Bundesvorsitzenden auch wählen, wird sich dann auch zeigen, wer dann auch antritt. Ich glaube, könnte man auch gut vorstellen, dass es die eine oder andere Frau gibt, die Interesse hat oder wo vielleicht auch antritt. Ich weiß davon nichts, aber ich hoffe es doch. Und ich glaube, die Mischung macht es. Also auch bei den ganzen Diskussionen, ich bin junge Abgeordnete und bin auch noch im JU-Alter. Ich finde es aber wichtig, dass es die Mischung macht. Also wir brauchen alle Generationen, wie wir auch noch in dem Bundestag auch alle Generationen brauchen. So braucht die Partei auch wirklich junge, mittleres Alter, aber auch die erfahrenen Leute. Und das ist mir wichtig und das muss sich auch im Bundesvorstand zukünftig widerspiegeln. Nur auf jung zu setzen, müssen einfach moderner, weiblicher und jünger zwar werden, aber die Mischung macht's. Ist für mich ganz wichtig, weil ich auch von erfahrenen Abgeordneten bestimmte Sachen mir noch abschauen kann oder im Endeffekt mich auch gerne mit denen unterhalte und auch im Endeffekt mit denen zusammenarbeite. Und deswegen ist für mich die Mischung ganz wichtig. Okay, also CDU wird noch irgendwann wieder was? Sind Sie relativ hoffnungsfroh, höre ich daraus? SPD hat jetzt gute Chancen. Wird das klappen mit der Nikolauswoche? Werden Sie da einen SPD-Kanzler haben? Ich denke schon. Ich vertraue der Sondierungsgruppe. Und die haben uns auch nochmal klar gemacht, dass sie da gut verhandeln und dass das vermutlich zügig dann funktionieren wird. Ja. Okay. Dann bedanke ich mich sehr herzlich. Das war unser erstes Neu im Bundestag. Wir werden auch in den nächsten Wochen noch mit anderen Bundestagsabgeordneten von anderen Parteien darüber reden, wie das so ist, jetzt eben neu im Parlament zu sein. Insofern vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal.